Moin Moin Freunde des guten Geschmacks, herzlich willkommen hier auf Nerd Taste. Und natürlich bin ich ja halt der Dennis und ich habe natürlich gerade Star Wars gesehen, Aufstieg Skywalkers, ja. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt hier eine kleine kurze Spoiler-Kritik, Spoiler-Talk und da gibt es natürlich Spoiler. Vorweg gesagt, ich fand den gut, kann teilweise die Stimme nicht verstehen, so mit irgendwie, da wäre keine Seele drinne, da wäre nur Fanservice. Und wenn, ist es doch auch gut, dass da Fanservice drinne war und ist und was weiß ich. Also das kann ich dann teilweise auch gar nicht so nachvollziehen, was die da meinen. Und ich sehe mich ja auch als Filmkritiker. Mittlerweile bin ich in vielen Presseagenturen drinne und mache viel mit anderen, wie ihr wisst, mit anderen Filmverleihern und natürlich auch Disney. Und ich hätte ja auch sogar das Screening gehen können, aber ich muss natürlich auch arbeiten, habe keine Zeit gehabt. Das alles ist ja hier nur nebenbei. Und macht mir halt trotzdem ja Spaß und süß, Star Wars ist so ein anderes Ding. Star Wars ist ja schon so ein bisschen, ja, Popkultur, Fankultur und was weiß ich in der Art. Und wie ihr seht, habe ich auch Star Wars angehabt. Und ja, und das Ding ist halt, ich muss sagen, wow. Von vielen Fanservice drin, Easter Eggs, vielen Fahrten. Man muss aber auch so ein bisschen überlegen, ich habe zum Beispiel das eigentlich fast richtig gemacht, ich habe Episode 1 bis 5 erstmal geschaut gehabt, A New Hope. Mir fehlt noch das Imperium ein Stück zurück und natürlich die Rückkehr der Jedi-Ritter. Habe ich noch nicht geschafft und natürlich die anderen Sachen. Aber wenn man das schon mal gemacht hat, vor diesem 9. Teil, dann hat man schon mal, ganz ehrlich Leute, was richtig gemacht. Weil, ich muss mal hier ein bisschen runterschmeißen, kann gar nicht so lange halten. Ich muss einfach ganz ehrlich sagen, was J.J. Abrams da gemacht hat, ist eine runde Sache. Er hat, wir fangen mal jetzt an mit der ersten 10. Man sieht ja sehr viel mit diesen ganzen Action-Szenen und Sci-Fi-Szenen, wo es dann wirklich mit Raumschiffe gegen Raumschiffe. Man fühlte sich dann wirklich in allen vielen Episoden zu Hause. Es wurde natürlich klar mit der Geschichte mit Kylo Ren und so weiter, die dunkle und die helle Macht, wurde natürlich auch was Neues geschaffen. So ist es ja nicht. Und die Seele ist da drinne. Das ist, finde ich, einfach auf jeden Fall so, ne? Und wenn man das so ein bisschen sehen, auch so, dass da neue Charaktere oder alte Charaktere wieder zurückkommen, so jetzt wie ein Lando Calrissian. Oder natürlich diese Zoe hieß sie, glaube ich. Das fand ich schon cool und brauchte auch ein bisschen der Film. Anfangs ist natürlich sehr viel Action drin und man muss auch sehr viel gucken und da und dies und das. Ich meine, die Kameraführung war schon gut gemacht auf jeden Fall. Und das ist, wo man sagen muss, es ist ja in den letzten, in den anderen Teilen ja auch nicht so. Ne? Ist ja auch nicht anders. Da hat man ja auch viel, sag mal, Kampfschlachten. Man kann es natürlich den Leuten nicht recht machen. Wenn man aber diesen Teil nimmt, der hat ja alles drin. Der hat Raumschlachten, was man hatte zum Beispiel mit Luke Skywalker und seinem X-Wing. Das haben die hier auch so eingeführt. Und er hatte natürlich auch Laserschwertkämpfe. Das gab es hier auch zu Genüge. Es gab epische Musik, es gab epische Duelle, wie immer komischerweise in den letzten Episoden. Sei es Episode 3, Rache des Sith, ne, wo jetzt der Obi-Wan Kenobi gegen Anakin Skywalker kämpft. Oder natürlich Darth Vader gegen Luke Skywalker. Hier ist es dann auch so ein bisschen anders. Hier kämpft ja irgendwann mal kurz eben Kylo Ren und Rey. Und dann gibt es halt ja den Twist. Und der Twist haut eigentlich schon einen rein, sag ich mal. Weil man natürlich auch beim Trailer gedacht hatte, ist es nur eine Vision von Rey? Wird sie dann eine Sith-Lordin oder Lord? Und das hat mir schon ein bisschen, ist sie mega auf den Hocker gehauen. Sie ist ja eine Palpatine. Ja, sie ist eine Palpatine. Heftig, fand ich das schon auf jeden Fall sehr krass. Ist die Enkeltochter von der Imperator Palpatine, die man ja auch dann halt sieht, so als, ich habe es nicht so richtig verstanden, ist das jetzt ein Klon, weiterlebt und so weiter, wurde am Leben gehalten und die ganzen Siths leben ja in ihnen. Ist ja auch richtig, ist ja okay. Das fand ich auch nicht schlecht umgesetzt und da auch die Atmosphäre dieses Exe-Lord World oder keine Ahnung, wie das Ding jetzt hieß, da nochmal, es war so viel Feedback, muss man einfach auch sagen. Der Film hat natürlich auch sehr viel für einen selber, den Zuschauer, man müsste wirklich zweimal gucken, um wirklich nochmal alle Namen zu verstehen. Und das war schon sehr viel Feedback, was man da halt so bekommen hat von J.J. Abrams, ne? Aber fand ich auch nicht zu schnell. War okay. Er hat das echt gut durchgepackt und durchgetaktet, muss man einfach sagen. Und diese Atmosphäre und auch am Schluss, wo die ganzen Sith-Lords da alle, diese aus dem Sith da stehen, diese Szenen, die sind einfach episch und das ist Star Wars, ne? Star Wars gehört aber auch dazu, muss man sagen, Freundschaft und das hat man ja auch gesehen, das wurden Referenzen gezeigt zu den alten Trilogien aus den 70ern, 80ern und natürlich, sagen wir aber auch einzelne Szenen, wo sie dann zum Beispiel durch die Schluchten da fahren, das war ja Anfang so 20, 30. Minute,
wo dann wirklich dann, sag ich mal, sie da durchfahren und die First Order kommen. So, da, wo Kylo Ren sie aufsucht auf diesen einen Planeten, Kashmir oder so. Nee, Quatsch, das war nicht Kashmir, das war dieses komische Fest gewesen. Dieses Fest, was alle 43 Jahre ist. Sie waren ja mit C-3PO los, sie waren mit Chewie los, natürlich Poe Dameron, Finn und Rey. Und Rey ist ja dann, das war die Mission halt, um natürlich, sag mal, Palpatine da zu finden oder diesen Planeten, ja, als Platz zu machen, so, ne? So ist es ja, es wird ja immer gesprochen von der letzten Hoffnung, A New Hope, eine neue Hoffnung und die letzte Hoffnung. Und natürlich die First Order und die letzte Ordnung. Aber ihr merkt schon, das schließt sich der Kreis und das fand ich sehr gut gemacht. Auf jeden Fall muss man einfach mal so ganz ehrlich sagen. Ne? Und da zum Beispiel fand ich die Action-Szene auch gut gemacht. Man merkt nur im Mittelteil, plätschert das so ein bisschen hin. Okay, ja, das hat man ja teilweise in vielen Filmen. Aber das Ding ist halt, da wo dann der Punkt kommt, dass sie dann auch plötzlich Blitze schießen kann, ne? So wie ein Sith Lord. Und sie dann so gedacht hatte, sie hätte Chewie getötet. Vielleicht da ein Knackpunkt in der Art. Man hat natürlich sehr viel, man hat jetzt hier keine Charaktere über die Klinge springen lassen, wie bei Episode 7. Ja, muss man das machen? Ist eine andere Sache. Ist das ein Kritikpunkt? Weiß ich jetzt noch nicht so ganz genau. Aber fand ich jetzt auch nicht so schlimm. Chewie hat dann natürlich überlebt. Und wir sehen natürlich einen Mann, einen Kylo Ren, der mal zum Kontakt zu ihr hatte. Und das, was natürlich auch sehr später dann auch halt, ja, natürlich gezeigt wurde, warum das so ist, dass sie dann halt eine Macht Zusammenkunft haben, ne, beide und dass die sich halt anziehen. Ne? Das hat man ja schon in den letzten Teilen auch schon gesehen. Das hatte sich ja so hinzugemutet. Und ja, und auch dieses, wo nachher, sag mal, Kylo Ren aufwacht und zu Ben Solo wieder wird und sie auch natürlich auf der hellen Seite bleibt. Das war ja alles ja natürlich so ein bisschen auch natürlich, um kleine Spannungen, Twist reinzubringen. Das fand ich auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und was haben wir denn noch so? Todesstern und die ganzen Referenzen, das ist schon cool. Also das war schon sehr cool gemacht für einen Fan. Man hat wirklich viel Fanservice. Viel Fanservice drinne, viel Musik, die natürlich untermalt ist, viele Kämpfe, habe ich ja schon gesagt. Und der Slapstick, der Witz, der war jetzt nicht so mega viel drinne, aber wenn, dann war der on point. Der war okay, fand ich nicht schlimm. Man hat sich manchmal vielleicht ein bisschen am MCU auch, sag mal, das genommen am Schluss, die Schlachten. Manche haben gesagt, es war vielleicht ein bisschen zu viele Raumschlachten. Ich fand's gut. Das andere war so ein bisschen natürlich von Avengers Endgame ein bisschen ab, so gecovert. Muss man ein bisschen so sagen. Ne? Ein paar Sachen waren schon ein bisschen, die hat man sich einfach ein bisschen kopiert. Ist halt Disney, bleibt ein Disney-Konzern drinne. Aber wenn man dann aber, Leute, zum letzten Endkampf kommt, wo sie dann ja auf Palpatine treffen, weil Rey ist ja dahin geflogen. Ich hoffe, man kann das jetzt hier so ein bisschen, ich merke schon, ich bin so ein bisschen gehypt. Und fand ihn wirklich gut, den Film, so, ne? Oh, hui. Und aber auch aus dem Aspekt nicht mal wegen subjektiv, auch so als Filmkritiker, ne? Da, ich komme gleich mal dazu, so eine Art, das mal zu nochmal weiter zu bedeuten. Aber der Endkampf, der hat mich wirklich weggekillt. Den fand ich echt gut. Also, der ist fast zu vergleichen mit Rache der Sith und natürlich mit Darth Vader und Luke Skywalker-Szene, ne? Wo sie dann beide stehen und auf Palpatine treffen. Also Ray und dann ja plötzlich Ben, ne? Und sie dann so gesehen, was ja mal die Sache ist. Wie ihr wisst, dass ja die dunkle und die helle Seite gibt es ja und es soll irgendwann das Gleichgewicht kommen. Und die beiden sind so gesehen dann der Schlüssel zu dieser Sache. Und Palpatine hat ja noch einen Trumpf im Ärmel und nimmt sich deren Kraft. Das fand ich voll geil. Und dann da diese Blitze überall und er schießt dann nach oben und Palpatine ist zurück für einen kurzen Moment. Und dann plötzlich, wie was bei ihm ja auch ist, weil er wollte sie eigentlich ja Rey auf seine Seite ziehen. Hat sie ja nicht gemacht. War ja eigentlich auch ein bisschen klar, sonst wäre es ja auch ein bisschen stumpf gewesen. Man hätte natürlich auch sehr vermuten können, dass sie böse wird und sie dann halt Kylo Ren tötet und andersrum. Aber so wie sie es gemacht haben, war auch, finde ich, gut. Ja, und sie dann halt nachher dann zwei Lichtschwerter hat und die ganze Macht der Jedis strömt durch sie und sie macht dann halt den Imperator platt. Boah, ich dachte so, das kann ja angehen. Geile Sache, ne? Richtig gut gemacht. Der Schluss ist natürlich ein bisschen zu viel Dramaturgie drin. Es ist natürlich jetzt so, die helle Macht hat triumphiert, das Gleichgewicht ist hergestellt und so kann man das einfach auch ein bisschen da benennen. Wir sehen am Schluss natürlich dann eine Endszene, die es natürlich dann auch bei Luke Skywalker gab und sie nennt sich dann nachher auch Rey Skywalker, deswegen macht auch der Titel Sinn. Aufstieg Skywalkers und Leute, wer da jetzt eine
eine 5 oder eine 6 oder Scheiße sagt im Film, ey, den kann ich nicht verstehen. Also da guckt euch lieber irgendwie andere Filme an oder ihr habt wahrscheinlich Star Wars nicht verstanden, muss ich aber knallhart so sagen, dann weiß ich auch nicht, was ihr wollt oder was ihr euch da gewünscht habt. Ich kann die Kritikpunkte teilweise dann wohl nicht verstehen oder ich habe da auch keine Fanbrille auf, da war viel Fanservice drin, man hat sich natürlich aus alten Filmen bedient und ich finde, J.J. Abrams kann das. Er hat das mit Star Trek bewiesen, er hat es auch mit Erwachen der Macht eigentlich schon bewiesen und er hat das wirklich gut umgesetzt. Und ich finde auch, dem auch nicht, dass George Lucas da jetzt irgendwie da auch nicht zufrieden ist. Ein Rian Johnson, der hat ja für natürlich, sagen wir mal, die letzten Jedi, das war auch kein schlechter Teil meiner Meinung nach. Die Casino-Szene, okay, war vielleicht ein bisschen überflüssig und andere Sachen, aber es war trotzdem Star Wars und der hat es natürlich jetzt auf den Punkt gebracht. Muss ich einfach sagen. Sei es animationstechnisch einfach gut gemacht, CGI hat gepunktet. Ja, Schauspiel kann man nicht vergleichen. Das ist wie bei Avengers, das ist ein Sci-Fi-Film. Ne? Das kann man vielleicht Punktabzug geben. Aber wenn man noch Rey nimmt, Daisy Ridley, hat die Tio manchmal ein bisschen monoton und stereotypmäßig vielleicht gespielt, aber das gibt der Charakter vielleicht auch her. Ne? Und die Kamerafahrten und so weiter. Musik, das gehört ja dazu. War der Sound, Score. Hey Leute, ich fand den gut. So, und das bleibt auch meine Meinung. Was könnt ihr dazu gerne zu sagen? Könnt ihr mal gerne in meine Kommentare reinschreiben, wie ihr den findet und sagt, hat der eine Waffel, ey, und so weiter. Aber ich mache jetzt auf jeden Fall nochmal am Wochenende ein vernünftiges Ende erklärt, was da so passiert. Wie könnte es vielleicht weitergehen? Ich denke mal nicht. Es ist ja eigentlich eine Ära, ist vorbei. Aber ihr wisst, da sind ja noch andere Sachen in Planung. Und das Ende wirft ja noch so ein bisschen was auf. Es könnte vielleicht noch weitergehen. Da hat man sich was aufge... Also waren zwei Sachen halt. Aber das würde ich dann halt erklären. Und ich habe Bock drauf, alle Filme zu ranken, weil ich hier so schon angefangen habe, wenn ihr bei Episode 5 gelandet. Schaltet mal gerne rein, lasst gerne ein Abo hier und wir sagen Leute, bis dann und ciao und bam!